willkommen zu unserem Kongress Bewusstsein, sich selbst sein. Heute sind wir bei Bernd Monnecke in Berlin in seinem Raum. Herzlichen Dank für die Einladung, dass wir zu dir kommen durften. Danke, dass Sie hier seid und mich befragt. Bernd Monnecke ist Heilpraktiker, Reiki-Lehrer und hat in den letzten Jahren sich auch sehr viel mit Schamanismus beschäftigt. Und meine erste Frage an dich ist: Was bedeutet denn für dich persönlich Bewusstsein, sich selbst sein? Bewusstsein ist für mich einfach das, was allem innewohnt und das, was uns Menschen innewohnt, womit wir wahrnehmen. Also das bewusste Sein, das ist ja schon im Wort enthalten, mit Bewusstheit sein. Und je nachdem, wo ich mein Bewusstsein hinrichte, da entsteht dann was. Also eine der wichtigsten Energie-Grundregeln ist für mich die, dass da, wo wir unsere Aufmerksamkeit, sprich auch unser Bewusstsein hinrichten, Energie entsteht und sich Energie manifestiert, sich dort was verändert, entsprechend unseres Bewusstseins. Also unser Bewusstsein hat eine sehr große Kraft für unsere Realität, die sich daraus entwickelt. Und Selbstsein, ich selbst sein, oder das ist, also ich sag mal, das ist ja, denke ich, der Weg von den meisten Menschen, für mich der Weg überhaupt, unserem tiefsten Selbst immer näher zu kommen, dem, der wir wirklich sind. Also nicht nur als Worthülse, sondern es wirklich zu erfahren, es zu leben, es zu sein. Und das ist so, das ist auch mein Weg, einfach dem, ja, was ich da in mir wahrnehme, finde, meinem inneren Bewusstsein immer näher zu kommen und auch immer wieder Konzepte aufzulösen. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Ist das auch dir selbst treu zu werden? Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Das ist für mich die Ehrlichkeit mir selber gegenüber und damit dann auch authentisch zu sein in allem. Was ich viel beobachte in der spirituellen Szene ist, dass sich schnell, ich sag mal, auch so ein spirituelles Ego entwickelt. Und gerade da ist es ganz wichtig, wirklich ehrlich zu bleiben und alles wieder mit Humor verwerfen zu können, was man meint, erreicht zu haben. Also jegliche Konzepte, was man denkt, was man ist und meint zu sein, auch wieder auflösen zu können. Und diese, ich sag mal, Authentizität, die sich immer mehr vertieft dann auch, umso näher wir unserem Kern kommen, durch das Bereitsein immer wieder loszulassen und genau hinzuschauen, genau hinzufühlen auch. Es geht ja nicht nur um das Schauen, es geht um das Fühlen, das Wahrnehmen, eben das Bewusstsein auch nach innen zu richten, in die Selbstwahrnehmung. Wie bist du denn auf den Weg gekommen? Auf welchen? Wohin du jetzt gehst, auf den Beruf zu wählen, dich mit diesen Alternativheilmethoden auch auseinanderzusetzen und dich selbst kennenzulernen? Das ist eine gute Frage. Ja, das hat sich langsam entwickelt. Ich habe, also das, was ich jetzt beruflich mache, ist mein erster Beruf, den ich gelernt habe, eben Heilpraktiker und Reiki-Lehrer, den ich, eben nachdem ich Heilpraktiker war, habe ich dann den Reiki-Lehrer gemacht, bei meinem Reiki-Lehrer, und unterrichte das jetzt auch seit über 15 Jahren, das Reiki. Und das ist einfach aus einer, ich sag mal, ich habe damals viel gejobbt, auch viel politisch gearbeitet und habe dann irgendwann das Gefühl gehabt, so jetzt will ich was von Grund auf lernen. Habe dann eine große Reise gemacht in Südamerika und geschaut, was mir so begegnet, um dem näher zu kommen, was ich wirklich will. Und da ist mir dann eine Akupunkteurin begegnet. Und das fand ich so spannend, dachte ich, wow, sie hat vorher schon geliebäugelt mit der Heilpraktik, der Naturkunde,
und mich mal behandeln lassen. Und da hat es dann gezündet. Und ich dachte, das ist es. Und ich habe einfach gefühlt, das ist mein Weg. Eben die chinesische Medizin, die Akupunktur. Ja, im Grunde kann man mit den Nadeln auch zaubern. Wenn wir schon die schamanische Arbeit ansprechen, die du angesprochen hast. Es hat mich schon immer fasziniert, wie man mit so einer Akupunkturnadel Prozesse in Gang bringen kann, sowohl emotional als auch körperlich. Mit einer Nadel, man braucht gar nicht viel. Und diese Faszination dafür hat das im Grunde dann in mir erweckt, diesen Wunsch. Und dann kam ich aus Südamerika wieder zurück und habe mich dann hier an einer Heilpraktikerschule beworben und wurde dann gleich genommen. Und seitdem bin ich auf dem Weg. Und ich kann heute noch sagen, wenn ich angefangen damals, 1990 habe ich die Ausbildung begonnen und ging etwa 5 Jahre, im Grunde ist sie nie zu Ende, es geht ja immer weiter. Das kann ich heute noch sagen, dass es meine Berufung ist, dass ich es als meine Berufung wahrnehme, die ich sehr gerne, es ist einfach was, was ich liebe, was ich gerne mache, die Menschen gerne begleite damit und mich selber auch. Also hilft mir auch selber gut, wenn ich mal einen Zipperlein habe, kann ich mich selber akupunktieren. Sehr praktisch. Genau. Das zur Akupunktur und zum Lehren. Mir ist dann das Reiki begegnet. Mhm. Und das Reiki hat mich sehr fasziniert, weil es eine sehr einfache Heilmethode ist, wo man eben auf eine sehr einfache Art lernt, mit Energien umzugehen. Und sich mit Himmel und Erde verbindet, um dann die kosmische Energie, die Reiki-Energie ist für mich eine kosmische Energie und eine Erdenergie, vereint sie in sich und lässt sie dann über die Hände, gibt sie dann über die Hände weiter. Und da ist eben auch ganz wichtig, Kanal zu sein, also dass man für Heilenergien, für die Energien der Erde, des Kosmos Kanal ist. Und im Grunde sich auch rausnimmt mit seinem Ego und durch sich hindurch fließen lässt zum anderen. Das hat mich so fasziniert und bereichert in meiner Arbeit als Heilpraktiker, dass ich dann wirklich das auch weitergegeben habe und mich freue, dass auch immer mehr Mediziner, andere Heilpraktiker, Ärzte, Physiotherapeuten das lernen, auch zu mir kommen und eben das dann auch weitergeben danach. In Berlin ist es ja in vielen Krankenhäusern inzwischen auch, wo es praktiziert wird, das Hände auflegen im Unfallkrankenhaus Marzahn, im anthroposophischen Krankenhaus. Und das merke ich. Eins ist dann noch wichtig für mich zu sagen, Reiki ist für mich auch immer ein Fahrzeug für die ureigene Energie. Also der ureigenen Energie in jedem Menschen, die jedem innewohnt, näher zu kommen. Auch da wehre ich mich so gegen die festen Konzepte, weil Reiki ist hat eine große Bandbreite und es kommt immer auf den Lehrer, wo man ist. Das ist meine Erfahrung. Die Herzensverbindung zum Lehrer ist ganz wichtig, von dem man dann Dinge lernt, ob es ein Reiki ist oder andere Dinge, ist das Allerwichtigste. Es kann einem ja auch Angst machen, wenn man merkt, da fließt was durch, was ich nicht kontrollieren kann. Wie lernst du deinen Klienten mit der Angst umzugehen? Ja, es kommen manchmal so Fragen, vielleicht nehme ich dann was auf von dem anderen. Das sind mehr die Ängste bei den Leuten. Die kommen, wenn ich jetzt da was weitergebe, ich nehme Energien von dem auf. Und meine Antwort ist dann immer, dass wichtig ist, dich durchlässig zu machen. Es gibt ja auch Techniken, wo man Schutz aufbaut in verschiedenen Formen, Lichtei oder andere. Das ist auch eine gute Sache, aber das Effektivste ist meine Wahrnehmung, ist einfach die Durchlässigkeit zu üben, die ja dem Reiki immanent ist. Das ist, was ich den Leuten auch mitgebe. Die Angst immer wieder loszulassen, weil die zieht das natürlich an. Auch, dass man irgendwas aufnehmen könnte. Und
Das ist auch ganz simpel. Wir nehmen ständig irgendwas auf. Das erkläre ich dann auch immer so, ob wir in der U-Bahn sind, ob wir unterwegs sind von den Menschen, die uns begegnen. Lassen es aber auch wieder los. Es kommt auf das Bewusstsein an. Da sind wir wieder beim Bewusstsein. Und wenn mein Bewusstsein Angst ist, dann ziehe ich genau das an, wovor ich Angst habe. Und wenn man das versteht und sich einfach anders ausrichtet und da ein bisschen lockerer wird, ich sag's mal so, dann geht die Angst auch weg und dann kann man auch loslassen. Dann geht es auch wieder ums Loslassen. Loslassen ist tönt zu einfach, aber Loslassen ist sehr schwierig. Ja, das stimmt. Gerade von liebgewonnenen Konzepten, die man hat im Leben, es geht eher darum, dass man sich jetzt was einbildet auf das, was man ist und das, was man so gesehen wird, da auch immer wieder loszulassen, weil da bauen sich dann Konzepte auf von einem selber, ich selber erfahren auch, die einfach nicht gut tun. Also einer meiner wichtigsten Lebensprinzipien ist einfach auch immer wieder das, was ich selber von mir denke, loszulassen. Mich anzunehmen, wie ich bin im Grunde. Das ist das Allerwichtigste für mich. Immer wieder mit allem, was da ist, mit meinen Ängsten, mit meiner Freude, mit meinem Humor, mit meinen Dinge, die andere vielleicht auch schwierig finden, meine Liebste oder andere Menschen, das damit okay zu sein. Dann kann ich auch andere so annehmen, wie sie sind. Also es besteht der Weg darin, sich wirklich selbst anzunehmen. Ja, das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das im Grunde ist das für mich Liebe. Liebe ist, wenn man sich selber so nehmen kann, wie man ist, in allem, in der tiefsten Konsequenz. Ja. Sehr schön ausgedrückt, was Selbstliebe bedeutet. Ja, genau. Und damit natürlich auch die Liebe zu anderen. Wenn wir den anderen so nehmen können, wie wir sind. Ihr hattet ja auch darum gebeten, um Übungen dazu. Eine meiner liebsten Übungen in meinen Gruppen ist das Counseling. Das kennen ja viele als Begriff. Ich finde es vom Begriff her ein bisschen irreführend, vom Englischen her, deswegen nehme ich meinen deutschen Namen, Herzenskommunikation. Und das ist was ich jedem empfehlen kann, um einfach mehr in die Herzenergie, in die Selbstannahme zu kommen und auch die Annahme des anderen. Wenn ihr möchtet, kann ich kurz das Setting erklären für die, die es nicht wissen. Es ist so, dass man einfach, dass zwei Leute sich gegenüber sitzen und es gibt eine festgelegte Zeit. Jeder hat zum Beispiel 2 Minuten, also man kann ruhig kürzer anfangen, die kommen einem oft sehr lang vor, oder man fängt mit 5 Minuten an, stellt auch die Uhr, dass es dann klingelt oder bongt und dann ist klar, jeder hat eine festgelegte Zeit, in der er spricht und in der er zuhört. Eine Person hört zu und die andere Person spricht und zwar auf eine bestimmte Art, eben vom Herzen her zuhören. Alles, was man auch selbst in Gedanken an Bewertungen hat, wieder loslassen, ist da ganz wichtig, dass man einfach offen ist für das, was der andere sagt und vom Herzen her zuhört. Manchmal gar nicht so einfach. Das ist eine gute Übung, auch das Zuhören zu lernen. Man weiß ja, man hat diese begrenzte Zeit und ist dann auch viel bereiter, wirklich 5 Minuten zuzuhören. Und der andere spricht. Der andere spricht einfach von sich. In Beziehungen ist es ganz wichtig, wenn man da counselt, nicht du hast, du bist und diese Vorwürfe, die dann oft kommen, sondern wenn man was zum anderen sagt, dann ich nehme das und das gerade wahr für mich oder jetzt in diesem Moment, sehr im Moment zu bleiben und in der Wahrnehmung des Augenblicks und eher darüber zu sprechen, wie man sich selber gerade fühlt. Und das wirkt Wunder. Der andere spricht dann von sich, hat die volle Aufmerksamkeit des anderen, also eine Herz-zu-Herz-Kommunikation. Und mache das selber regelmäßig mit meiner Liebsten. Und das sind ganz wichtige Minuten für mich. Also 10 Minuten nehmen wir meistens. Und wenn es vorher mal heiß herging oder so viel eben in unserer Patchwork-Familie zu tun
war oder ist, dass wir kaum dazu kommen, miteinander zu kommunizieren. Es ist ein tolles Werkzeug überhaupt, mal wieder bei sich anzukommen und auch die Emotionen fließen zu lassen, weil die kommen dann nach oben. Das ist das Schöne. Also das, was im Inneren ja oft gestaut ist, unsere Emotionen über den geistigen Input, über das viele Sprechen und Reden, das ist durch diese spezielle Kommunikation auf einer anderen Ebene, sodass die Emotionen, ob man will oder nicht, plötzlich da sind, man kann weinen. Und wichtig ist dann, dass man den anderen weinen lässt. Lach du Armer, so, sondern einfach da bleibt, offen ist, man darf sich berühren, klar, und dann macht's Bing und dann kurz Pause, ein paar Sekunden und dann ist der andere dran. Das ist eine sehr, sehr schöne Übung, die ich jedem empfehlen kann, die übrigens auch bekannt ist als Zwiegespräch. Viele kennen es bestimmt und das habe ich, praktiziere ich in den meisten meiner Gruppen. Das ist etwas sehr Wichtiges, wie gesagt, Emotionen zulassen. Wir sind in einer Kultur, wo man Emotionen nicht zulassen darf. Die wirklichen, echten, die man jetzt gerade spürt, das fängt ja schon beim Kind an. Also das ja, zu lassen mit dem, was es gerade ist, wird es getröstet oder abgelenkt oder irgendwie so, dann lernen wir, den Zugang zu unseren eigenen Emotionen überhaupt zu haben. Ja. Wenn jemand kommt, der so zu ist, was machst du mit demjenigen? Wie führst du ihn da wieder hin zu seinem Fühlen, sag ich mal? Das ist eine gute Frage. Ich höre zu, das ist das Wichtigste als Therapeut meines Erachtens, einfach von Herzen her zuzuhören und ab und an mal nachzufragen und einfach da zu sein. Und so passiert es dann auch, dass die Menschen einfach kommen rein, ich sag kurz was und dann kommen die Tränen schon und es ist so schön, das dann auch mitzuerleben, wie die Emotionen mit dem anderen fließen können und es berührt mich selber auch immer sehr und das ist ein ganz wichtiges Werkzeug, wenn man es so nennen kann, das Zuhören vom Herzen her und Klänge, Töne. Ich nutze in meiner Heilarbeit, auch, also in den Einzelsitzungen, ich arbeite meist mit Akupunktur, aber dann eben auch mit heilsamen Klängen, nutze meine Stimme, Obertöne, Klangschalen und auch die Kalimba, um einfach der Seelenebene des anderen näher zu kommen, dass der andere darüber seiner Seelenebene näher kommt und auch die Emotionen dann besser fließen können. Das ist meine Erfahrung, dass über die Klänge der Verstand ausgeschaltet ist, wie so eine, ich sag mal, Wachhypnose, die dann entsteht. Es ist alles auch untersucht, da gibt es ja spannende Untersuchungen auch dazu. Wenn man in dieser Wachhypnose ist, sind ganz andere Dinge möglich, Emotionen dran zu kommen, Dinge loszulassen, alte Glaubenssätze loszulassen. Und das kombiniere ich oft mit der inneren Kindarbeit, habe dann eine eigene Form entwickelt. Ich würde es mal systemische innere Kindarbeit nennen, weil eben dann auch, wenn man bei einer schwierigen Situation zu einem bestimmten Thema landet, dann auch die Eltern mit dazu nimmt und guckt, was ist mit den Eltern zu klären. Und es ist dann ähnlich wie die systemische Arbeit, wie man es von systemischen Aufstellungen kennt, funktioniert nur im Inneren in der Einzelsitzung. Und da sind Klänge sehr hilfreich, um wirklich was loslassen zu können und auch wieder auffüllen zu können. Das innere Kind wieder zu nähren mit dem, was es eben nicht hatte, ganz lange. Klänge erforschen, also Klänge lassen auch neue Räume zu, sodass man in neue Räume hineinkommt. Ja, das kann man so sagen. Und eine Verbindung schafft meditiere sehr regelmäßig auch mit Klängen, dass ich selber auch mit Klängen für mich meditiere und das schafft für mich eine Verbindung von meinem inneren Bewusstseinsfeld zur Natur hin. Ich habe das Glück, draußen zu wohnen auf dem Land und eben da zu wohnen, in Berlin zu arbeiten und das ist ein großes Geschenk, weil ich da
wirklich auch dann über die Klänge, das ist meine Erfahrung, nochmal einen viel tieferen Kontakt zu den Natur Spirits bekomme und darüber auch zu mir selbst. Ich fühle auch ich fühle eine sehr starke Verbindung zur Natur und das ist mir sehr wichtig und gibt mir sehr viel. Es füllt mich auf und nährt mich, die Natur, in der Natur zu sein. Du machst auch Seminare in der Natur. Ja, die nennen sich Kraft der Natur Seminare und so dreimal im Jahr, so ein Tag, wo wir in die Natur gehen, jetzt bald zum Beispiel auf der Pfaueninsel, das ist ein Kraftort zwischen Berlin und Potsdam, wo meine Erfahrung ist, also für mich sind die Naturwesen dort am besten zu spüren, wahrzunehmen. Jeder hat eine andere Wahrnehmungsebene, ob das innere Bilder sind, ob das Intuition ist, die da ist, ein Wissen, was da ist. So, und das sage ich den Leuten auch immer. Man denkt immer, oh Gott, ich muss was sehen. Da haben wir ganz viele das Ding, so irgendwelche Bilder, wenn man die nicht hat, kann nichts, ich sehe nichts. Ist aber nicht so. Ich selber bin auch nicht hellsehend, ich würde mich eher als Hellwissender bezeichnen. Jeder hat andere Gaben, jeder hat diese Gaben. Und da ermutige ich die Menschen, ob jetzt in den Kraft der Naturkursen, diese Gaben zu nutzen, um ich sag mal, die Anderswelt spüren zu können. Und die Naturwesen sind mir ein besonderes Anliegen, weil sie oft vernachlässigt werden bei uns. Früher oder eben heute noch in bestimmten Gegenden, in Bayern oder anderen Gegenden, auch im Norden zum Teil, gibt es noch so ländliche Gegenden, wo den kleinen Wesenheiten, den Naturwesen auch dann Nahrung rausgestellt wird und da wirklich auch eine Zusammenarbeit da ist. So. Und das ist mir ein Anliegen, da auch, ich sag mal, die Menschen darauf hinzuweisen, dass es diese Wesenheiten gibt, die uns sehr unterstützen, gerade in der Materie wieder in die Fülle zu kommen und die auch von uns Unterstützung brauchen. Und so ist es ein Geben und Nehmen, wie überall im Leben. Und da die Wesen haben mich irgendwann gerufen, so, dass ich doch mal mit ihnen, zu ihnen kommen soll, mit anderen Menschen, und das mache ich jetzt. Und es ist ein Traum da auf der Pfaueninsel, zum Beispiel. Wie bist denn du dazu gekommen, zum Schamanismus? Das ist ja ein Teil des Schamanismus, sich mit Naturwesen zu verbinden. Ja, das ist ja sehr unterschiedlich in den Traditionen, sag ich mal, wie offen man damit umgeht, sag ich mal. Ich selber bin so auf den, ich sag mal, schon also auch sehr lange auf dem schamanischen Weg. Das ist bei mir über meine Ex-Frau entstanden, die eben einen Indianer kannte. Der Devil und Small Legs war mein erster schamanischer Lehrer, ein Blackfoot-Indianer, ist jetzt wieder in Amerika, war lange hier und er war der Erste, der den indianischen Sonnentanz nach Deutschland gebracht hat. Und eben Schwitzhütten, die fanden ja schon vorher statt, bei Sanbier zum Beispiel, den ja einige kennen, der bekannt ist auch. Er war mein erster Lehrer und dann fand ich länger mit dem Jack Hazeldon, Schüler von dem Devilon, unterwegs gewesen, viele Schwitzhütten mitgemacht. Und da habe ich viel gelernt, auch mit der Anderswelt Kontakt aufzunehmen. Und was ich sehr schätze, sind die Rituale der Indianer. Und ich sehe es einfach als Geschenk für unsere Kultur. Es geht nicht darum, jetzt da dem nachzuahmen. Wir sind keine Indianer hier. Wir haben eine andere Kultur. Und wie Sanbier damals schon sagte, ich bringe es euch mit als Geschenk, macht was daraus, macht was damit und bezieht es auf euren Kontext, auf das, was ihr eben hier braucht für euch und auf eure Kultur. Und daraus sind sehr schöne Wege entstanden. Es sind so, ich sag mal, eben ja, die Schwitzhütten, die ja immer mehr praktiziert werden. Sind sehr schöne Rituale, um Mutter Erde sehr nahe zu kommen. Dem Feuerelement, dem Wasserelement, dem Luftelement. Ich liebe auch die Elemente und arbeite sehr viel mit den Elementen. Erde, Wasser, Feuer, Luft, das sind eben die westlichen, dann gibt es die chinesischen Elemente. Aber ich sag mal,
die Verbindung zur Natur hat sich für mich nochmal vertieft über die schamanischen Rituale, die ich kennengelernt habe. Es gibt ja noch einige mehr, den Vision Quest, den Sonnentanz, und das hat große, ich sag mal, ja, das waren große, tiefe Prozesse für mich, diese Rituale mitmachen zu dürfen. Da bin ich sehr dankbar dafür. Ja. Mission Quest ist ja etwas sehr Wertvolles, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt und schaut, was ist wirklich wichtig für mich. Mhm. Das kann man ja auch im Alltag auch immer wieder mal hinterfragen, muss ja nicht gleich 3 Tage in die Natur hinaus. Ja, natürlich. Das ist auch eine Sache, die ich sehr wichtig finde. Also eine sehr spirituelle Frage ist ja, was will ich wirklich? Die nehme ich gerne auch als Aufgabe mit, den Menschen, die zu mir kommen, eben einfach ja, sich hinzusetzen. Und ich finde es am schönsten über das intuitive Schreiben, dass man einfach 2 Minuten schreibt, ohne den Stift aufzusetzen, auch wenn sie es wiederholt, auch eine schöne Übung, um eben den Kopf irgendwann loszulassen. Und das ist eine sehr essentielle Frage. Was will ich wirklich? Wie du sagst, das kann man auch immer mal so im Alltag in bestimmten Phasen einbauen. Nichtsdestotrotz ist es eine ganz andere Tiefe, mal für mehrere Tage auszusteigen, nur in der Natur zu sein, dort auch zu übernachten, nicht zu essen, nicht zu trinken, was den Körper natürlich auch auf eine ganz andere Ebene bringt. Und ja, da öffnen sich auch ganz andere Bewusstseinsebenen. Um nochmal zum Thema Bewusstsein zurückzukommen an dem Punkt, durch diese Prozesse eben, die dort stattfinden. Und ja, das genau so war. Ja. Du bist ja Heilpraktiker, du arbeitest mit dem Körper, auch energetisch. Was bedeutet für dich Körper und Achtsamkeit dem Körper gegenüber oder Heilung des Körpers? Ja, das ist eine gute Frage. Der Körper ist der Schlüssel zu mir und jetzt für mich. Mhm. Der bringt uns immer wieder ins Erleben, ins Erfahren des Hier und Jetzt. Und das so nutze ich ihn auch. Wenn Menschen zu sehr auf eine Heilarbeit, wenn Menschen sehr im Kopf sind, dann gebe ich ihnen Übungen mit, wo sie ihren Körper mehr erfahren. Oder gibt dann eher eine Shiatsu-Behandlung, die japanische Akupressur, die ja auch auf der chinesischen Medizin beruht, so wie die Akupunktur, das Gefühl hat, die brauchen eher körperliche Berührung, um mehr im Hier und Jetzt anzukommen. Ja, und ich selber bin auch ein sehr körperlicher Mensch. Ich liebe Massagen, ich liebe draußen zu sein, die Erde unter mir zu spüren, den Wind zu spüren, die Sonne zu spüren. Darum sind wir hier, um diese sinnlichen Erfahrungen zu machen mit dem Körper, der uns geschenkt wurde. Das ist Körper für mich, und das ist ja auch meine Aufgabe eben als Heilpraktiker, dass wenn Körper und Geist und die Seelenebene eben nicht mehr zusammen schwingen, meistens sind es ja geistige Blockaden, sag ich mal, emotionale Blockaden, eigentlich immer, durch die dann körperliche Beschwerden entstehen. Und ich sehe meine Aufgabe darin, wirklich die Menschen zu unterstützen in ihren Selbstheilungskräften, in dem Sinne, dass sie da wieder im Einklang sind. Das finde ich das schönste Wort dafür, im Einklang mit sich selbst, mit allen Ebenen, die emotionalen, wieder ihre Mitte finden. Alle Emotionen sind ja wichtig. Die Angst ist wichtig, dass wir bestimmte Dinge nicht tun. Der Ärger ist wichtig, um sich abgrenzen zu können. Das Problem fängt da an, wenn es zu stark ist, wenn der Ärger gestaut ist, wenn die Angst zu stark ist, dann entstehen körperliche Probleme. Ob man sich darüber bewusst ist oder nicht. Oft ist es ja so, dass man Ärger eher runterschluckt, unbewusst, aus einer Konditionierung heraus. Und das ist eines der wichtigsten Krankheitsursachen, zum Beispiel in der chinesischen Medizin, gestauter, auch oft nicht wahrgenommener Ärger. Und da ist es meine Aufgabe, dass die Menschen auch erstmal mehr in die Selbstwahrnehmung gehen. Und da halte ich einfach einen Spiegel vor. Ja. Ja, also der Körper, sowie anhand des Körpers aufzuzeigen, was man wirklich fühlt.
Ja, genau, was wirklich da ist. Es geht, weil der Körper ist wiederum eben der Schlüssel zur emotionalen Ebene, mit dem Bewusstsein tiefer in den Körper, in den eigenen Körper eintauchen, dann können wir auch an gestaute Emotionen kommen, dann können wir an Ebenen kommen, die wir vorher gar nicht wahrgenommen haben. Im Grunde müssen wir uns nur die Zeit dafür nehmen. Das ist ja das Problem heute. Alle rennen von A nach B und selbst mit tollen Übungen, Yoga und tollen Meditationen kann man dann nur noch von einem zum anderen und nimmt sich nicht mehr wirklich wahr. Deswegen ist eins der wichtigsten Übungen, die ich den Menschen immer mitgebe und selber am liebsten praktiziere, das Nicht-Tun. Einfach mal irgendwo in die Wiese legen oder auf die Bank setzen und nichts tun. Sich wahrzunehmen, mit der Aufmerksamkeit in den Körper zu gehen und den Moment zu genießen. Ja. Das hat auch sehr viel mit Sinnlichkeit zu tun, den Moment zu genießen. Wie wichtig, Genuss, wie wichtig ist für dich die Ernährung? Was machst du da speziell für dich selbst etwas auch? Oder? Gute Frage. Ich bin nach wie vor von der Ernährung der chinesischen Medizin überzeugt, weil sie sehr differenziert ist. Ich habe selber, seit ich 15 bin, habe ich verschiedene Ernährungsrichtungen ausprobiert. Mhm. Brokkernährung, eben nur Rohkost und nur gekeimte Dinge. Und habe gemerkt, dass mir diese Dinge zum Beispiel nicht so gut getan haben, dass sie nicht für meinen Körper zugeschnitten sind. Jeder braucht was anderes. Und bin dann eben, als ich die chinesische Medizin studiert habe und da tief eingestiegen bin, habe ich halt selber herausgefunden, was für mich das Richtige ist. Das ist eine Bandbreite. Da wird ja geguckt, so sehr differenziert geschaut, was ist jemand für ein Typ und was braucht die Person. Das schaue ich natürlich auch bei mir, fühle da immer hin. Im Sommer braucht man andere Dinge als im Winter. Und verschiedene Menschen brauchen im Sommer dieses, andere wieder jenes. So. Und das ist sehr typenabhängig, da schaue ich sehr differenziert hin. Auch bei mir selber, für mich selber. Ich sag mal, ich esse gerne gekochtes Getreide und viel Gemüse gekocht, aber auch rohes, je nachdem auch, kommt immer noch an, wie man es dann zubereitet, wie man es dann nimmt in der chinesischen Medizin. Gibt zum Beispiel eine Sache, die wichtig ist, was in anderen Ernährungslehren oft anders ist, dass man erst was Warmes, Gekochtes isst, gekochtes Gemüse mit Getreide dazu zum Beispiel, je nach Typ, und das rohe Gemüse dann erst dazu oder danach essen, weil die Verdauung sozusagen dann schon am Arbeiten ist, vorbereitet ist auf das thermisch Kühle, was man dann zuführt über Salate. Und mir selber tut das am besten. Also wenn ich es umgekehrt mache, geht gar nicht. Ich kann es gar nicht mehr so. Und ich sage den Leuten immer, ich mache kein Dogma daraus. Ich empfehle immer nur bei den individuellen Ernährungsberatungen, die ich gebe, und die Menschen müssen dann selber entscheiden. Ich sag mal, probier es aus und guck, wie es dir damit geht. Und wenn es dich überzeugt, mach es weiter. Wenn nicht, dann gucken wir, wie wir das variieren, dass das, was du jetzt vorher gemacht hast, mit dazu nimmst und kombinierst, dass jeder so seinen eigenen Weg darin findet. Das ist mir ganz wichtig, als da jetzt einfach irgendwelche Konzepte überzustülpen. Selbst aus der chinesischen Medizin könnte man Konzepte überstülpen, aber da finde ich, ist wichtig, dass die Leute ihre eigene Erfahrung machen und die Selbstwahrnehmungskräfte stärken auch darüber. Und damit auch ihre eigene Verantwortung übernehmen. Genau, das ist das Allerwichtigste, dass jeder in die Selbstverantwortung geht und da schaue ich wirklich, deswegen spiegel ich so gerne, also weil dann gehen die Leute mehr in die Selbstverantwortung und erzähle möglichst wenig, weil soll ja jeder selber drauf kommen, was los ist. So kennt ja jeder. Wenn man selber ein Aha-Erlebnis hat in einer Heilsitzung oder auch so im Alltag, in einem Gespräch mit einem Freund, dann wirkt das viel tiefer verändernd, als wenn man was erzählt bekommt. Deswegen gucke ich eben, dass ich da eher so hinlenke, dass jemand selber auf ein bestimmtes Thema kommt.
Und so werden dann auch die Selbstheilungskräfte über die Stärkung der Selbstwahrnehmung, die dann stattfindet, werden dann auch die Selbstheilungskräfte gestärkt. Weil zurück zum Satz, den ich am Anfang gesagt habe, da wo man die Aufmerksamkeit hinrichtet, wenn die mehr bei einem selber ist, bei der eigenen Heilung, bei dem inneren Raum und nicht immer im Außen, was mache ich jetzt noch, was tue ich jetzt, was brauche ich noch, damit es mir jetzt gut geht, sondern okay, ich bin jetzt hier, so fühle ich mich jetzt und genieße das jetzt und dann eben auch innere Räume schaffen, die, damit sich das, was in einem ist, auch sortieren kann, diese Räume des Nicht-Tuns zu schaffen, die Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Und eines der wichtigsten Dinge ist, wo ich auch die jedem mitgebe, sich täglich genug Raum für sich selber zu geben. Das ist einfacher gesagt als getan. In der heutigen Zeit kriegen das viele nicht so einfach hin. Da gibt es viele Tipps und Tricks, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hast du etwas, was dich so dein Leben begleitet? Ein Motto, ein Lebenssatz, eine These? Ja, dann... Oder eine Weisheit für dich? Ja, vielleicht eher, also am ehesten das, was mein Lehrer Papaji, Punjaji, den ich 1995 noch in Lucknow erleben durfte, damals eben gemacht hat im Grunde. Er hat uns allen immer wieder einen Spiegel vorgehalten und uns animiert dazu, inspiriert, jedes Konzept, was wir für uns selber haben, immer wieder loszulassen. So, und da schaue ich, dass ich da dran bleibe. So, wenn ich wieder irgendwas einbilde auf mich oder auf sonst was, dann immer wieder, okay, ich lasse wieder los. Und das ist sehr humorvoll auch. Also, meiner Liebsten, wir lachen sehr viel zusammen, wenn wir mal wieder irgendwas erkannt haben, wo wir einfach, was wieder komisch gelaufen ist oder wo wir uns wieder selber in irgendeinen Film rein begeben haben, sag ich mal, die gerade in Beziehungen oft stattfinden. Lachen finde ich das Heilsamste und Humor an sich, was ganz viel löst. Was wir auch damals bei Papaji, das ist mein spiritueller Lehrer, der nicht mehr lebt in der Form, aber er ist in mir und ich liebe ihn so und er lebt auf eine Art in mir weiter. Da haben wir so viel gelacht und dabei auch jegliche Konzepte immer wieder von uns aufgelöst, um dem näher zu kommen, was wir wirklich sind. Und das können wir immer wieder neu erfahren, immer tiefer erfahren. Und ja, das ist das vielleicht, was mir am wichtigsten ist und mir dafür auch diesen Raum immer wieder zu nehmen. Und dir auch den Raum zu geben, immer wieder Neues erfahren zu können, indem du lehrst. Ja, auch das. Ich sehe mich absolut auf Augenhöhe mit allen Menschen, die zu mir kommen. Das finde ich auch ganz wichtig zu sagen, weil ich lerne von jedem auch. Jede Reiki-Gruppe, die ich leite, oder Kraft der Naturkurse oder unterrichte auch Qigong, bin ich nicht nur Lehrer, sondern auch Schüler. Also, wo ich lerne vom anderen. Das ist so schön, einfach auch die Menschen kennenzulernen, wie sie sind, die Eigenheiten darüber selber auf den Spiegel zu haben und in Resonanz zu gehen und mich selber auch in dem anderen immer wieder zu erkennen. Ja. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dein Gespräch und dass wir hier sein durften und freue mich wieder mal was zu hören, zu lesen. Herzlichen Dank, Bernd Monik. Dankeschön, ich danke euch für das Interview. Danke vielmals.